Wir haben heute eine Mission und zwar müssen wir das Mädchen retten vor all den Taten, die sie nicht machen sollte. Da sind ganz, ganz verrückte Sachen am Start, Leute. Sie ist zum Beispiel nachher mit Zombies unterwegs, trifft auf Gespenster, muss Fluten und Brände überleben und wir müssen ihr dabei helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es sind immer eine Entscheidung, die richtig ist und ihr müsst mir auf jeden Fall auch helfen. Schreibt es auf jeden Fall immer gerne in die Kommentare, Leute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von mir mehr sehen möchtet. Bei 5000 Likes kommt auf jeden Fall der zweite Part, Leute. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Was geht ab, Leute? Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, haben einfach Standard-Skill und Lofty die krasseste Pokémon-Box gekauft, Leute, für 500.000 Euro. Und die wird ja am 8.8. geöffnet und ich habe auch noch dazu ein Pack geholt, Leute. Sogar zwei Packs habe ich mir geholt, Leute. Und da könnt ihr auf jeden Fall auch zugucken bei Standard-Skill auf dem Kanal. Aber das ist nicht die Aktion, die Looper nämlich heute gemacht hat, denn die haben ein Poke-TCG-Premium-Loot-Pack quasi, was ihr bekommen könnt, Leute. Und das ist halt richtig, richtig krass, wie viel das überhaupt wert ist. Also das ist wirklich die krasseste Aktion, die Loopboy momentan gemacht hat oder gerade macht. Denn es geht einfach bis Sonntag 21 Uhr, Leute. Also lasst euch nicht lumpen. Macht auf jeden Fall schon mal mit. So ein Booster-Pack hat nämlich einfach einen Wert von 25.000 Euro, Freunde. Und das Gute ist, ihr könnt dazu auch noch einfach ganz schnell Paper-Guthaben dazu bekommen. Nämlich so bis zu 500 Euro könnt ihr auch noch dazu gewinnen, Leute. Und das Krasseste ist auch noch, ihr könnt eine VIP-Guest-Karte gewinnen. Bedeutet, ihr könnt quasi live bei dem Event dabei sein, wo ich auch selber sein werde. Das ist zum Beispiel jetzt gerade in Köln und es wird auf jeden Fall echt mega, mega heftig, Freunde. Zusätzlich startet Loopboy für das Pack eine 10er-Bundle-Aktion mit den Poke-TCG-Packs, Leute. Das Ganze geht bis Sonntag und da habt ihr die Chance quasi bei jedem Pack, also ihr kauft quasi diese 10 Packs und dann habt ihr ein garantiertes Paysafe-Guthaben, Leute. Was halt echt mega, mega krass ist, weil es einfach garantiert ist. Falls euch Loopboy gar kein Begriff ist, ist es eigentlich ganz simpel. Ihr könnt es einfach auf jedem Gerät quasi nutzen, also Android, iOS, also oder sogar am PC. Und dann könnt ihr euch einfach da Packs holen, zum Beispiel auch Spiele-Keys und sowas. Also könnt ihr quasi in den Packs gewinnen, zum Beispiel für GTA 5, Casino und sowas, das ganze Guthaben und sowas, Leute. Link findet ihr auf jeden Fall in der Beschreibung dazu, Freunde. Ich denke mal, ihr solltet Loopboy schon kennen, wenn ihr schon meine Videos öfter geguckt habt. Falls nicht, ist auf jeden Fall in der Beschreibung gelinkt. Ihr könnt es auf jeden Fall auschecken, Leute. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt mal ganz kurz 10 Packs und haben auf jeden Fall dann auch garantiertes Paysafe-Guthaben am Start. Und denkt dran, Leute, die Aktion geht bis Sonntag 21 Uhr. Es ist sehr, sehr wild. Also ihr solltet auf jeden Fall sowas nicht verpassen, weil ihr könntet theoretisch mich treffen, die anderen treffen. iCrimex ist auch noch da, ganz viele. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt rein in die Packs, Leute. Öffnet 10 Packs, Abfahrt. Ach, und übrigens könnt ihr quasi auch das Ganze kostenlos machen. Ihr könnt zum Beispiel mit Diamanten auch Packs öffnen. Also müsst ihr einfach nur Werbung gucken. Also ihr müsst nicht mal unbedingt Geld ausgeben, Leute. Alles klar, Freunde. Wir öffnen jetzt mal ganz kurz 10 Packs. Und es wird auf jeden Fall mega heftig. Hier auch mit dem Code, Freunde, kriegt ihr übrigens einfach nochmal 5 Diamanten und 2000 Loot Coins dazu. Also einfach mit diesem Code hier, Brox, ich glaube -007 oder sowas. Also das sollte auf jeden Fall der Code sein, den ihr hier seht. Einfach gerne eingeben. Kriegt ihr einfach gratis Sachen, wenn ihr euch anmeldet, Leute. Ich würde sagen, wir öffnen direkt mal hier das allererste Pack. Und ich bin gespannt, was wir drin haben. Leute, auf jeden Fall hier ordentlich Münzen und sowas. Pressure und auf jeden Fall noch viel mehr. Gehen wir direkt zum nächsten Pack. Öffnen wir direkt hier das nächste Pack, Freunde. Und denkt dran, wenn man 10 solcher Packs kauft, hat man einfach garantiertes Paysafe-Guthaben, Leute. Hier auch mal Worms. Auch sehr, sehr gutes Spiel, muss ich sagen. Sehr, sehr gutes Spiel. Kommen wir wieder zum nächsten Pack, Leute. Pack Nummer 3. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir haben jetzt hier auch wieder ordentlich was am Start. Ich werde auf jeden Fall gleich mal gucken, ob wir dann noch geile Sachen am Start haben, die ich euch dann vielleicht noch geben kann. Also Code oder sowas. Hier auf jeden Fall auch noch auf jeden Fall ein paar Sachen. Hier Pokémon Trading Card Game sogar. Lustig, dass einfach so ein Pokémon-Ding da drin ist. Und jetzt haben wir hier das fünfte Pack, Freunde. Mal gucken. Oh, 5 Euro Paysafe-Guthaben, Leute. Das heißt, bei unserem Pack, wo wir schon mal 10 Euro geholt haben, haben wir einfach gerade im Grunde nur 5 Euro bezahlt für das Pack. Und noch halt noch ganz viele Sachen gratis bekommen. Ich öffne auf jeden Fall jetzt mal ein paar andere Packs. Mal gucken, was wir noch so drin haben werden. Oh mein Gott, Leute, wir haben einfach noch mal 10 Euro Paysafe-Guthaben gerade bekommen. Ich habe gerade einmal noch so ein paar Packs geöffnet. Ich glaube, das war jetzt das 9. oder das 10. Und wir haben jetzt einmal gerade noch mal 10 Euro Paysafe-Guthaben bekommen. Das heißt, wir haben jetzt gerade 15 Euro Paysafe-Guthaben, also zack, so und so, 15 Euro Paysafe-Guthaben, plus wir kriegen ja leider noch ein garantiertes Pack. Das bedeutet, wir haben nochmal mehr Paysafe-Guthaben, was halt echt extrem gut ist. Das heißt, wir haben einfach Geld gemacht, Freunde. Jetzt habe ich gerade nochmal das letzte Pack öffnen. Okay, auch nochmal Display-Gutschein und sowas, auf jeden Fall auch nicht schlecht. So, und wem jetzt hier? Ich habe jetzt gerade 2, weil ich schon mal 10 Stück aufgemacht habe. Also ich öffne jetzt hier gerade mal das Bonus-Loot-Pack, Leute. Und wir haben jetzt einfach hier nochmal 10 Euro nochmal dazu drin. Ist ja unnormal, Freunde. Und das Ding ist, ich öffne nochmal ganz kurz hier das andere. Da haben wir jetzt gerade auch nochmal 5 Euro. Das heißt, ich habe auf jeden Fall schon mal ordentlich Paysafe-Card-Guthaben, Freunde. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auf das Inventar und ich gönne euch jetzt auf jeden Fall extrem. Für die, die immer zugeguckt haben, hier kriegt ihr jetzt auf jeden Fall von mir, ihr seht hier den Code, Leute. Das ist der Code. Gönnt euch einfach hier. Das ist der Code für die Paysafe-Guthaben. 5 Euro.
Dann hier auf jeden Fall nochmal für 10 Euro, Leute. Hier gönnt euch den Code, wer zuerst kommt, mal zuerst. Dann direkt schon mal zum nächsten. Wir haben ja nämlich 4 Stück einfach bekommen oder 3 Stück. Das heißt, hier auch nochmal 10 Euro. Gönnt euch den Code, Leute. Denkt dran, Glocke aktivieren, abonnieren. Dann werdet ihr auf jeden Fall sowas nicht verpassen, wo ihr einfach mal eben gratis Geld bekommt. Und hier auch nochmal ganz kurz 5 Euro. Hier, wer zuerst kommt, gönnt euch den Code, Freunde. Ich hoffe, euch hat diese Aktion gefallen von Lootboy. Denkt dran, es geht bis Sonntag, 21 Uhr. Könnt quasi genau dasselbe ziehen, wie ich es quasi jetzt gerade gemacht habe. Oder halt, auf jeden Fall habt ihr immer 5 Euro mindestens drin. Und es geht bis zu 500 Euro, Freunde. Denkt dann auf jeden Fall noch dran, dass es noch die anderen Aktionen dazu gibt, die ich am Anfang gesagt habe. Falls ihr die vergessen habt, gerne nochmal zurückspulen. Mit dem Link in der Beschreibung, den ihr in der Beschreibung findet, könnt ihr auf jeden Fall auch gerne Lootboy runterladen, Leute. Könnt ihr am PC machen, am Handy, wie ihr wollt. Und denkt dran, der Code hier, damit habt ihr auf jeden Fall nochmal 5 Diamanten, 2000 Lootcoins. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank an Lootboy für die coole Kooperation. Und ich hoffe, ich sehe einen von euch, der die VIP-Karte bekommen hat zu dem Event in Köln, Leute. Ich hoffe, ich sehe euch da am Sonntag. Viel Spaß mit dem Video und Abfahrt. Kuss an Lootboy. Vielen, vielen Dank. Abfahrt. Alles klar, Freunde. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Was machen wir am besten mit der Frau? Nehmen wir das Feuerzeug oder nehmen wir die Schere? Ich sag, wir nehmen mal die Schere, Leute, um das mal abzudingsen. Und ich hoffe, es war die richtige... Ja, es war die richtige Entscheidung. Das heißt, die Frau haben wir befreit. Und das ist auf jeden Fall schon mal mega gut, dass wir sie befreit haben. Und jetzt muss natürlich auch irgendwie raus, ne? Das Problem ist jetzt gerade, dass sie halt nicht raus kann. Nimmt sie jetzt eine Axt oder so ein Holzstück? Ich würde sagen, sie nimmt eine Axt, oder? Ja. Oh, oh, oh! Sie haut einfach mal eben die Tür kaputt, Leute. Wie krass ist denn das? Okay. Hier haben wir jetzt sie gerade wieder gesaved, ne? Und jetzt haben wir gerade das Problem, dass ein Loch im Boden ist. Wie komme ich drüber, fragt sie. Nimm mir jetzt so einen Eimer. Was will sie mit dem Eimer denn bitte schön machen? Oder so ein Holzstück. Aber da ist so ein Riss in der Mitte. Hm, vielleicht ist es auch einmal ein großer Eimer, Leute. Vielleicht ist es ein großer Eimer. Nein, es war richtig, Leute. Oh mein Gott, es war richtig. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das richtig ist. Also sehr, sehr gut. Jetzt haben wir gerade noch hier ein Geschenk bekommen, ne? Und wir haben nur einen Skin freigeschaltet. Wie cool ist das denn? Wir haben nur einen Skin freigeschaltet. Okay, weiter geht's jetzt hier. Und, oh, da ist der Entführer. Ach, sie wurde entführt. Ich muss mich rausschleichen. Ah, so müssen wir sie jetzt also anscheinend bekommen. Ich glaube, eine Fernbedienung wäre nicht so schlau. Ich würde sagen, sie soll mal in den Karton gehen und dann überstülpen und dann an ihm vorbeigehen. Oh. Okay, sie ist schon mal ganz gut da vorbeigekommen, ne? Sie ist schon mal entkommen von dem Entführer. Aber es gießt in Ström. Ich sag, sie nimmt mal lieber einen Regenmantel, weil es donnert. Ihr seht es oben, Leute, es donnert, ja? Das heißt, würde sie jetzt einen Regenschirm nehmen, würde wahrscheinlich ein Blitz auf sie einschlagen. Oh, gut, so eine Wahrscheinlichkeit ist nicht so besonders hoch, aber hier auf jeden Fall. Oh nein, der Entführer ist direkt hinter ihr, Freunde. Und er will die Tür aufmachen und sie ist total verzweifelt. Nimm das da, pack das da vor, da kommt er niemals quasi rein. Er wird da niemals quasi weiterkommen, keine Sorge, ja. Oh, es ist gerade so dunkel jetzt anscheinend gerade da drin. Ich würde sagen, eine Taschenlampe wird auf jeden Fall ein bisschen mehr Sinn machen, dass sie jetzt eine Taschenlampe nimmt, Leute. Und ein gruseliger Hund. Stück Fleisch hier für dich, Waui. Für dich, ja? Oh Gott, er läuft an uns vorbei. Ich dachte gerade, er isst uns jetzt, Leute. Das wäre es jetzt gewesen, er hätte uns jetzt gerade einfach gegessen. Okay, diesen Part haben wir auf jeden Fall auch schon mal geschafft. Aber weiter geht's, Leute. Es ist gerade mal Geschichte 1 abgeschlossen, ne? Wir haben noch viel, viel mehr Geschichten, die wir jetzt noch machen müssen mit ihr. Und zwar kann man jetzt hier sogar... Oh, Leute, wir haben jetzt hier sogar gerade ein Zimmer, was wir für sie quasi bauen können. Das heißt, guck mal hier. Sie hat sogar schon ein schönes Fenster gerade bekommen. Und Tapeten und sowas können wir auf jeden Fall auch noch gleich ändern und sowas. Also das ist schon mal auch sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir gehen weiter in die nächste Geschichte. Und jetzt sind wir gerade auf einem Kreuzfahrtschiff, Freunde. Und oh nein, es brennt. Soll es da brennen? Oh, oh. Oh Gott, es soll nicht brennen. Es brennt aber ein Schiff. Das ist gar nicht gut, ey. Was hast du angestellt? Zu viel Rauch. Ventilator. Ja, nein, das hat leider nicht so gut funktioniert. Okay, dann nochmal ein neuer Versuch, Leute. Also, es brennt quasi gerade auf diesem Schiff und logischerweise wissen wir jetzt, dass der Ventilator, ist ja auch irgendwie doof zu mir von zu denken, dass es funktionieren würde. Sie nimmt jetzt hier dieses Handtuch vor den Mund, okay, und auch vor die Nase, um einfach da durchzukommen. Und, oh Gott, bloß dies anzünden, nimm wieder eine Taschenlampe, ey. Würde jetzt da quasi ein Streichholz anzünden, würde das ganz, ganz böse enden, glaube ich, ne? Hier auch auf jeden Fall immer noch alles voller Rauch. Wie komme ich raus, fragt sie. Mit der Leiter, mit der Leiter. Ja, ja, es geht nach oben. Hier steht nämlich dieses Schild. Und ja, wir haben es geschafft. Haha, und sie hat einen neuen Skin freigeschaltet, Leute. Auch sehr, sehr gut, ne?
Okay, also Skin auch freigeschaltet, finde ich sehr, sehr gut, aber den brauchen wir jetzt gerade nicht, ne? Ich finde, sie sieht okay aus, so wie sie gerade ist, ne? Sieht in Ordnung aus. So, oh Gott, nein. Jetzt ist sie gerade draußen auf dem Ding. Jetzt dieser Regen ist so kalt, sagt sie. Dann nimm dir doch mal einen Regenschirm mit, ja? Mann, ey! Ich wusste nicht, dass sie auf einmal da ein Zelt haben muss, Leute. Guck mal, wie soll jetzt der... Jetzt hat sie ein Zelt. Jetzt hat sie ein Zelt da einfach. Als ob das nicht vom Blitz getroffen wird. Oh Gott, sie hat Hunger, ne? Leute, sie hat Hunger. Was machen wir jetzt am besten? Sie braucht jetzt auf jeden Fall Fisch. Eine Angel. Eine Angel wäre nicht schlecht, ne? Eine Angel und... Sag mal! Mann, ey, dann nehmen wir jetzt auf jeden Fall diesmal den Dreizack. Aber ich hätte nicht wissen müssen, dass sie auf einmal ein Profifischer ist. Guck mal, sich direkt so einen Fisch gabelt, ne? Aber vielleicht muss man auch ein bisschen anders einfach denken, was das Ganze angeht, ne? So, das hat gut geschmeckt. Und oh Gott, das ist gerade ein Hai, Leute. Oh nein, ein Hai bei ihrem Brett. Was macht man jetzt am besten? Harpune, Fleisch, 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 Fleisch. Ja, ja, ja. Hätten wir Harpune genommen, wäre nämlich irgendwas passiert, Leute. Niemals ein Hai mit einer Harpune angreifen. So, jetzt sind wir auch bei der Insel angekommen. Auch wieder sehr, sehr gut. Kein Problem. Habe ich doch mit links geschafft, ne? Habe ich doch mit links geschafft. So, mal gucken, was hier auf dieser Insel ist. Oh, sie hat Durst. Soll sie jetzt am besten... spießen wir das Ganze doch mal auf. Okay, dann hauen wir doch diesmal lieber die Kokosnuss mit dem Baseball kaputt, ja. Toll, ich hätte gedacht, man muss sie halt aufmachen, weil das ist doch gar nicht auf, sie kann doch gar nicht daraus trinken. Sie muss doch aufpieksen. Aber dieses Spiel will, dass man das Falsche anklickt, ne? Das möchte dieses Spiel. Oh nein, ein Indianer, Leute, und sie kann nichts verstehen, was er sagt. Lollipop oder Fisch? Lollipop. Er wird locker einen Lollipop mögen. Oh ja, es war so klar. Fisch kann er sich doch selber holen, aber einen Lollipop gibt es da nirgendwo, ne? Oh nein, Helikopter hinten im Hintergrund. Hallo, Hilfe, Hilfe, ich bin hier, hier drüben. Feuerwerk. Feuerwerk, Feuerwerk. Und Chibi! Das kann... Hilfe, Hilfe hier drüben! Okay, diesmal nehmen wir auf jeden Fall jetzt das Lagerfeuer. Aber ich frage mich gerade, wie hätte bitteschön... Warum sieht... Okay, wegen dem Rauch sieht der Helikopter das Lagerfeuer. Okay, gut. Auch nicht schlecht. Wieder gut zu wissen. Also, wir müssen echt ein bisschen anders denken, Leute. Wir müssen uns auch vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen mehr so Zeit lassen für die Sachen. Mal gucken. Geschichte 2 ist abgeschlossen. Wir werden jetzt nochmal ganz kurz hier den Boden ändern, ja? Ich finde, so ein schicker Boden gehört auf jeden Fall bei so einer Frau dazu, Leute. Okay, dann geht es hier rein ins nächste Level in dem Zombie-Wald. Okay, wir sind im Zombie-Wald drin und wir haben anscheinend, oh nein, etwas Seltsames. Ich würde sagen, wir machen Musik an, ne? Ja, guck mal, das vertreibt sie. Okay, richtiges wieder genommen. Sehr, sehr gut. Okay, sie geht weiter und, oh nein, es ist ein Zombie. Mond, 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 Mond und... Wow! Und sie verwandelt sich in Werwolf. Das war auf jeden Fall auch wieder richtig, Leute. Sehr, sehr gut. Und jetzt bitte, lass mich auch wieder das Richtige wählen. Ich muss mich ranschleichen. Wir nehmen das. Sie tut so, als wäre sie ein Zombie. Haha. Ausgetrickst. Ich hätte auch gerne gesehen, was passiert wäre, hätten wir die Kettensäge genommen, ne? Aber ich glaube, dann hätten wir es nicht überlebt. Das hätten wir nicht überlebt, Leute. Und wieder einen neuen Skin bekommen. Oh, neue Schuhe. Ja, auch nicht schlecht, Leute. Die können wir auf jeden Fall auch noch gleich alle anziehen, ne? Wenn wir gleich wieder in unserem Haus sind. Ziehen wir die auf jeden Fall gleich mal an. So, jetzt. Hilfe! 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 Mich verfolgen Zombies! Birne! Oh! Okay, Zombie with Plants. War das ja ungefähr, ne? Okay, also sie hätten auf jeden Fall noch zwei, muss ich. Oh nein, nochmal Zombies. Wasserpistole. Weil niemand würde denken. Ja, deswegen. Clever, guck mal. Clever, Leute. Man muss einfach gefühlt das Gegenteil nehmen. Okay, das ist ein Haus. Okay, das ist ein Haus, okay. Das nehmen wir jetzt am besten. Oh, wir nehmen das. Ja, er rutscht aus. Du musst einfach das nehmen, womit man einfach nicht rechnet, ne? Das ist der Trick, Leute. Ein Glück habe ich quasi das auch wieder genommen, also das andere quasi. Und jetzt können wir mal gucken. Wir sind jetzt hier gerade in so einem kleinen Gruselhaus, ist gerade drin. Und mittelalterliche Rüstung. Es macht mir ein bisschen Angst, sagt sie. Schutzschild. Oh, gut, dass wir das Schild genommen haben, Leute. Das war, wir sind gerade auf jeden Fall auf einem richtig heftigen Lauf, ne? Ekelhaft. Was ist denn das, bitteschön? Aufwischen wäre viel zu auffällig. Wir nehmen das jetzt hier. Das wäre viel zu auffällig. Und jetzt trocknet das nämlich aus. Ja. Ja, Leute. Ja, man muss einfach das Gegenteil nehmen. Ich weiß langsam, wie das Spiel funktioniert. Man muss einfach nur das Gegenteil nehmen, ne? Und nein, ein Geist. So, komm, Staubsauger unten, oder was? Es war so klar. Wir nehmen das. Okay, es war für mich vielleicht zu auffällig, dass wir den Staubsauger nicht hätten nehmen sollen. Also muss ich da nochmal den Staubsauger nehmen. Oh nein, ein Geist, Hilfe, Hilfe. Haha, diesmal saugen wir dich auf, mein Junge.
Und weg ist er. Haben wir einfach den Geist weggesaugt, Leute. So muss es auf jeden Fall. Und, jetzt haben wir auf jeden Fall auch sie wieder gesaved. Mal gucken. Oh, sie fährt jetzt weiter mit so einem Gabelstapler. Und, ein Baum blockiert die Straße. Was machen wir jetzt am besten? Vollgas geben? Oder... Nee, wir machen das. Damit wird quasi der Baum nach... Ja, es war so klar. Es war so klar. Gut, dass wir das gemacht haben, Leute. Also Nummer 1 schon mal überstanden. Und es sind jetzt Zombies von hinten und von vorne. Was soll ihr jetzt am besten machen, Leute? Gas geben oder einen Knopf drücken? Knopf drücken. Wir hätten Gas geben sollen. Oh nein, die ganzen Zombies sind zurück. Was soll sie machen, Leute? Wir geben jetzt Vollstulle. Bam, bam. So, aus dem Weg, ihr blöden Zombies. Oh nein, es kommt jetzt gerade der Mega-Zombie. Was machen wir jetzt am besten mit dem? Mit diesem Mega-Zombie. Was ist denn dieses Lenkrad? Nein, das ist zu auffällig, dass wir den drücken sollen. Ich mache das Lenkrad. Ja, dreh einfach um. Ich hätte das andere nehmen sollen. Mann, ey. Das ist aber ein großer Zombie, Leute. Wie sollen wir den am besten besiegen? Und zwar mit dem roten Knopf. Ah, bam, ich bin Roboter. Bam, in your face, du blöder Zombie. Ha. So, Leute, haben wir auf jeden Fall das Level jetzt auch geschafft. Sehr, sehr gut. Und wir haben jetzt hier sogar, Leute, seht ihr, einen neuen Skin freigeschaltet. Ja, optimal, optimal, optimal. So will ich das auch sehen, Freunde. So will ich das sehen. Das heißt, Geschichte 3 haben wir jetzt auch abgeschlossen, was auch wieder sehr, sehr gut ist. Und jetzt können wir hier sogar, glaube ich, genau, unseren Skin auch wieder zu Hause ändern. Es kostet aber Geld. Obwohl wir Sachen freigeschaltet haben. Ach so, das sind gerade Sachen, wo man so Sachen gucken muss. Okay, aber wir kaufen uns dann nochmal ganz kurz hier eine neue Tapete, würde ich sagen, ne? Hier, zack, neue Tapete und schon ist unsere Wohnung schick gemacht. Und wir haben das Mädchen auch noch gerettet. Wenn ihr von sowas gerne mehr sehen möchtet, Leute, lasst es mich gerne wissen mit einem Like und einem Abo. Checkt die beiden Videos hier aus, die ihr gerade seht. Und jetzt viel Spaß noch mit den anderen Videos, die ihr gerade gleich gucken werdet. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.